Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Oh, ich sehe gerade, ich habe noch meine Blumen hier, meinen Blumenschmuck noch im Kopf. Diese Blüten, die haben wir unterwegs entdeckt. Diese Bäume, die stehen massenhaft auf Bali. Das hat uns so an Bali erinnert. Da hat mein Mann mir mal einfach drei Blüten in die Haare gesteckt. War mir gar nicht mehr bewusst, dass ich damit so rumlaufe. Okay. Ich möchte mit dir darüber sprechen, was der größte Fehler ist, den du machen kannst. Nämlich die Angst vor Fehlern zu machen. Wenn wir so vor Entscheidungen stehen, ich meine, du bist ja hier in der Gruppe, weil du ja deinem Seelenplan folgen möchtest, weil du ihn entdecken möchtest, weil du deinem Herzen folgen möchtest, weil du wissen möchtest, warum du hier bist und etwas in deinem Leben verändern möchtest. Und dann kommen wir ja letzten Endes nicht drum rum, auch mal eine Entscheidung zu treffen. In diese Richtung, hier geht es weiter. Ich höre jetzt auf, Schleifen zu drehen. Ich höre auf, mich ins Schneckenhaus zurückzuziehen. Ich höre auf, das Leben an mir vorbeiziehen zu lassen. Ich nehme jetzt mein Leben selbst in die Hand. Und was dann natürlich gleichzeitig immer aufkommt, ist der Angst. Ist die Angst, Fehler zu machen. Und das kommt einfach daher, weil wir so eine Prägung in uns haben, dass Fehler etwas Schlechtes sind. Das rührt aus unserer Schulzeit. Schau mal, als wir so im ersten Schuljahr unser erstes Diktat geschrieben haben: Hallo liebe Karin, hallo liebe Manuela, hallo liebe Nettie. Als wir unsere Hallo liebe Astrid, als wir unsere erste Arbeit geschrieben haben, unser erstes Diktat zum Beispiel, oder in die Mathearbeit, egal was es ist. Ich nehme mal das Beispiel mit dem Diktat, 20 Wörter. Und dann haben wir voller Stolz darauf gewartet, dass wir das Diktat zurückbekommen. Und da stand in großen Lettern geschrieben, ein Fehler oder zwei Fehler, in großen Lettern. Da stand nicht wunderbar, liebe Manuela, liebe Karin, liebe Astrid, liebe Nettie, wer auch immer. Mensch, grandios, du hast 18 Wörter richtig geschrieben. Zwei Wörter hast du falsch geschrieben. Schreib's das nächste Mal auch richtig und dann passt's. In der Mathearbeit steht in großen Lettern drei Fehler. Da steht nirgendwo großartig. Du hast 7 Aufgaben richtig ausgerechnet und 3 hast du halt einen Fehler drin. Die rechnest du das nächste Mal auch anders aus. Ja, und das führt so dazu, dass wir gelernt haben und dass wir so eine Prägung in uns haben. Fehler sind etwas ganz Schlimmes. Wir dürfen keine Fehler machen. Und das führt dann letzten Endes jetzt im Erwachsenenalter eben auch dazu, dass wir Angst davor haben, Fehler zu machen, weil einfach die Prägung da ist, dass Fehler zu machen etwas Schlechtes ist. Wie wäre denn so die Ansicht zu sehen, es so zu sehen, dass Fehler grundsätzlich etwas Gutes sind, dass ich durch Fehler natürlich auch was lernen kann und darf? Was natürlich töricht ist, immer den gleichen Fehler immer und immer wieder zu machen, sondern das sagt uns der Volksmund letzten Endes ja auch, Fehler sind dazu da, um gemacht zu werden und daraus zu lernen. Und unter dem Aspekt, deshalb möchte ich das mit dir teilen, sollte es dir vielleicht eher gelingen, die Angst loszuwerden, Fehler zu machen. Denn letzten Endes, wenn du dich dieser Angst hingibst, hallo liebe Hilke, wenn du dich dieser Angst hingibst, ein Leben lang dieser Prägung hingibst, die Angst, Fehler zu machen, du wirst feststecken, hallo liebe Ulrike, du wirst feststecken, du kommst nicht weiter, du bist wie gelähmt. Angst lähmt. Das wissen wir auch alle und dann kann es keinen Fortschritt geben. Du kannst dich da nicht auf deinen Weg wirklich begeben, wenn du dich von der Angst, einen Fehler zu machen, lähmen lässt. Also es geht darum, Erfahrungen im Leben zu machen, sich auf seinen Herzensweg zu begeben,
seinen Seelenplan zu entdecken. Und dabei darf man eben auch Fehler machen, aber jeder Fehler, daraus darf man lernen und jeder Fehler ist auch ein Entwicklungsschritt. Wenn du grundsätzlich dich auf den Weg zu deinem Herzen begibst und das Ziel hast, in deinem Traumleben zum Beispiel anzukommen und dich committest, diesen Weg auch zu gehen und dich natürlich auch an die Hand nehmen lässt und dir den Weg, den kürzesten Weg eben auch zeigen lässt. Allein dann kannst du die Fehlerquote schon minimieren, weil du dann jemanden an der Hand hast, der dir den Weg zeigt. Das ist wie beim Navigationssystem im Auto. Wenn du dich ins Auto hockst und fährst einfach los und fährst von A nach B, willst von A nach B und fährst einfach drauf los, dann kannst du mal noch ein paar Schleifen drehen. Irgendwann kommst du vielleicht auch am Ziel an. Aber wenn du dir Hilfe holst, also das Navigationssystem, den Leitfaden holst, um von A nach B zu kommen, jemanden, der dich da abholt, wo du gerade stehst und dich dorthin bringt, wo du hin möchtest, dann hast du auch sofort jemanden an deiner Seite, der oder die dir eben zeigt, hey, bist du kurz davor, einen weiteren Fehler zu machen? Hier geht's lang. So kannst du letzten Endes auch Fehler vermeiden. Ja, und so gesehen, letzten Endes, da wo deine größte Angst ist, wo deine größte Angst ist, Fehler zu machen auch, da steckt auch dein größtes Entwicklungspotenzial. Das ist nun mal so. Und das ist etwas, wo du dich entscheiden darfst. Gehst du jetzt auf deinen Herzensweg und gehst deinen Weg? Oder lässt du dich weiter von der lähmenden Angst, einen Fehler zu machen, abhalten und bleibst stecken? Das ist eine Entscheidung, die dir natürlich niemand abnehmen kann. Und deshalb möchte ich dich hier mit diesem kleinen Beitrag mal auch dazu ermutigen, das Thema Fehler mal unter diesem Aspekt zu sehen, dass du dir mal bewusst machst, wo das herkommt. Weil wenn wir allein in der Schule gelernt hätten, wenn wir das Diktat zurückbekommen hätten und da hätte in roten Lettern gestanden, Mensch, ganz toll, liebe Ulrike, liebe Hilke, du hast 18 Wörter richtig geschrieben und zwei sind halt falsch, die schreibst das nächste Mal richtig. Oder in der Mathematikarbeit und in welcher Arbeit auch immer, dann hätten wir eine ganz andere Prägung in uns verankert und würden uns davon nicht lähmen lassen, von Ängsten Fehlern zu machen und so uns viel rascher auf unseren Herzensweg, auf unseren Seelenweg begeben und unser einzigartiges Potenzial entdecken. Okay? Das so zum Freitagabend meine kleinen Nachtgedanken noch für dich. Ich wünsche dir ein gutes Nächtle. Bis bald. Ciao.